In diesem Video geht es um den Aufbau und die Funktionsweise einer Cockcroft-Walton-Schaltung und wie so etwas in PSPICE aussieht. Das schauen wir uns direkt einmal an. Die Cockcroft-Walton-Schaltung ist eine Spannungsvervielfachungsschaltung. Das heißt, man kann eine kleinere Wechselspannung oder eine pulsierende Gleichspannung in eine größere Gleichspannung umwandeln. Und solche Schaltungen werden eingesetzt, beispielsweise bei Fernsehern, Fotokopierern, dort, wo man hohe Spannungen braucht, aber geringe Ströme. Wie man an dieser Schaltung sieht, haben wir hier eine Kaskadierung von Kondensator- und Diodenkombinationen. Das heißt, wir haben hier den Kondensator C1, der über die Diode D1 aufgeladen wird und entsprechend danach den Kondensator C2 über die Diode D2 und so weiter C3, D3. Schauen wir uns zunächst einmal die erste Stufe an, das heißt der Kondensator C1 und D1. Dazu messe ich einmal die Spannung, die wir hier vorne anlegen und entsprechend die Spannung am Kondensator und dazu den Strom durch die Diode. Und simuliere dazu einmal die Schaltung. Und dann sehen wir hier in grün die Eingangsspannung, in rot das Potenzial rechts vom Kondensator und entsprechend oben in violett der Strom durch die Diode D1. Ich rufe noch einmal die Schaltung auf. Das heißt, wir haben hier in grün die Eingangsspannung und dann hier in rot das Potenzial des Kondensators auf der rechten Seite und letztendlich in violett der Eingangsstrom. Und jetzt funktioniert die Schaltung folgendermaßen. Die erste Halbwelle ist zunächst einmal nicht interessant. Dort wird hier das Potenzial links vom Kondensator angehoben und entsprechend auf der rechten Seite auch. Ich rufe nochmal das Ergebnis auf. Und zwar haben wir hier einen Anstieg der linken Seite des Potenzials auf der linken Seite des Kondensators und eben entsprechend auch einen Anstieg des Potenzials auf der rechten Seite. Spannend wird es dann anschließend bei einer negativen Eingangsspannung. Dort fällt das Potenzial auf der linken Seite des Kondensators entsprechend hier auf minus 5 Volt. Und auf der rechten Seite haben wir entsprechend nur die Durchflussspannung an der Diode, sodass wir hier minus 0,7 Volt haben, sodass der Kondensator auf fast 5 Volt aufgeladen wird. Hier oben sehen wir entsprechend auch den Strom durch die Diode. Das heißt, der Kondensator wird entsprechend über diesen Strom aufgeladen, sodass wir auf der rechten Seite ungefähr 0 Volt haben und auf der linken Seite minus 5 Volt. Also hier entsprechend minus 5 Volt, dort 0 Volt. Das heißt, der Kondensator ist entsprechend von rechts nach links auf 5 Volt aufgeladen. Bei der nächsten positiven Halbwelle steigt nun das Potenzial auf der linken Seite an. Und weil der Kondensator sich entsprechend nicht entladen kann, weil die Diode nun in Sperrrichtung betrieben wird, wird entsprechend auch das Potenzial auf der rechten Seite angehoben. Im Ergebnis sehen wir es auch hier. Wenn wir jetzt entsprechend unsere positive Halbwelle haben, dann fließt kein Strom durch die Diode und das Potenzial auf der rechten Seite steigt weiterhin an. Der Anstieg dieses Potenzials sorgt jetzt dafür, dass durch die Diode D2 ein Strom fließen kann, sodass der Kondensator hier entsprechend über die Diode D2 aufgeladen wird. Ich setze dazu noch einmal hier an C2 einen Marker, damit wir uns die Spannung einmal anschauen können. Und wir werden gleich in Blau entsprechend das Potenzial auf der rechten Seite des Kondensators sehen. Und sehen auch entsprechend, dass hier die Spannung am Kondensator, an dem Kondensator C2, hier ansteigt durch die Ladung, die entsprechend vom Kondensator C1 zur Verfügung gestellt wird. Über den Kondensator C2 kann dann über die Diode D3 bei der entsprechend nächsten Halbwelle der Kondensator C3 aufgeladen werden. Das heißt, ich setze hier nochmal einen Marker. Und wir sehen dann gleich im Ergebnis, dass entsprechend hier die Spannung in Violett noch weiter ansteigt und wir so über jede Kondensator-Dioden-Kombination entsprechend höhere Spannungen bekommen. Wenn ich jetzt noch einmal in die Schaltung gehe und entsprechend noch weitere Marker hier angebe, an C4 beispielsweise, an C5, an C6, an C7, an C8,
Dort haben wir dann die Ausgangsspannung. Und wenn ich jetzt noch etwas länger simuliere, ich erhöhe mal die Simulationszeit auf 40 Millisekunden, starte die Simulation. Und dann sehen wir auch hier im Ergebnis, dass wir von der anfänglichen Wechselspannung einer Amplitude von 5 Volt hier entsprechend nach 40 Millisekunden eine Gleichspannung bekommen von ca. 25 Volt. Und wenn wir noch weitere Kaskaden hinzufügen würden, dann könnten wir die Spannung entsprechend erhöhen.